willkommen in meiner Küche. Bei uns gibt es heute Pfannenbrot, ein absolutes Blitzrezept aus gerade mal 3 Grundzutaten. Wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, freue ich mich natürlich über ein Abo und vergesst nicht, das Glöckchen zu aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Also es ist jetzt kein Brot im klassischen Sinne, sondern eher wie ein Fladenbrot oder dieses indische Naanbrot und das wird ja auch in der Pfanne zubereitet. Ich benutze heute Weizenmehl Typ 405. Ihr könnt aber auch Dinkelmehl nehmen. Ich habe das Ganze schon mal aus Vollkornmehl gemacht. Das funktioniert auch, aber wie sagt man so schön, es schmeckt dann doch sehr gesund. Das Tolle an dem Pfannenbrot ist, es sind tatsächlich nur 3 Grundzutaten. Also das Mehl, Pflanzenjoghurt und Backpulver. Und dann könnt ihr das, je nachdem, was ihr gerne möchtet, verfeinern. Also vielleicht ein paar Oliven rein oder getrocknete Tomaten, einfach nur Kräuter oder Pfeffer und Salz oder. Wenn ihr meine Arbeit hier auf YouTube unterstützen wollt, dann gebt doch dem Video einfach einen Daumen nach oben. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß. Auch bei diesem herzhaften Gericht nehme ich meinen Lieblingsjoghurt aus Kokosmilch und das schmeckt kein bisschen vor. Ich wiege alle Zutaten direkt in der Rührschüssel ab, da spare ich mir nämlich Aufwasch. Und die zusätzliche Brotfüllung, in meinem Fall sind das diesmal getrocknete Kräuter und Salz, kommt auch gleich mit dazu und dann kann gerührt und geknetet werden. Und falls der Teig zu klebrig ist, einfach noch ein bisschen Mehl dazugeben. Den Teig teile ich mir dann in 2 Teile und forme mit den Händen die Fladen. Ihr könnt auch gerne ein Nudelholz nehmen, aber ich finde, das sieht so etwas rustikaler aus und ich brauche das Nudelholz nicht sauber machen. Jetzt muss das Brot nur noch 8 bis 10 Minuten in der Pfanne goldbraun gebacken werden. Und das funktioniert sogar ohne Öl, falls ihr etwas darauf achten wollt. Allerdings finde ich, mit etwas Öl in der Pfanne schmeckt es besser. Ein paar Mal wenden und das war's auch schon. Ich habe das Pfannenbrot heute als Beilage zu der Lauchcremesuppe gemacht. Dazu habe ich auch schon ein Video gedreht, das verlinke ich euch mal hier oben bei dem i. Ihr könnt aber auch gerne nochmal hier in die Videos reinschauen, vielleicht ist da ja noch das ein oder andere für euch dabei. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen, einen guten Hunger, bis zum nächsten Mal.